Mein Name ist Jürg Konzett, ich bin der Direktor vom Money-Museum. Money oder Geld hat immer zwei Seiten. Die eine Seite ist die wirtschaftliche vom Tausch und die andere ist die symbolhafte oder symbolträchtige, die magische Seite. Und mich hat schon als Bub immer die magische Seite vom Geld viel mehr interessiert als die wirtschaftliche. Und das ist dann so gegangen, dass ich Geschichte an der Universität Zürich studiert habe. Und zwar nicht Geschichte von einem einzelnen Land, sondern ich habe Geschichte im Überblick. Das hat mich am meisten interessiert. Und mit der Zeit habe ich dann angefangen, eine Münzensammlung aufzubauen, weil Münzen sind eine spezielle Methode, um von den Jahreszahlen, die ja wichtig sind für Geschichte, aber wegzukommen. Weil bei einer Münze hat man etwas in der Hand, meistens ein Bild oder ein Porträt, und kann so ein Bild als andere reihen und hat einen Überblick über Geschichte. Und wie ich die Münzen und die Texte und die hunderte von Seiten von Texten, die ich gesammelt habe, und die Bilder, die zu diesen Texten gehören, immer bei mir behalten, immer disponibel halten, da ist mir dann der Gedanke gekommen, ich könnte das aufs Internet tun, dann habe ich es immer bei mir, ob ich daheim bin oder irgendwo. Und so ist Moneymuseum.com entstanden. Mit der Zeit ist dann auch der Wunsch entstanden, wo dann das Geschichtsbuch oder das Money Museum Online da war, dass ich ein physisches Money Museum habe. Das ist dann das Money Museum an der Hadlaubstrasse. Und zwar, weil mich die Interaktion sehr interessiert hat. Was macht der Mensch mit dem Geld oder was macht das Geld mit dem Mensch? Ich habe immer gern beobachtet, wie die Abläufe sich formieren. Und das kann man natürlich in einem physischen Money-Museum sehr gut machen. Und darum hat das Money-Museum an der Hadlaubstrasse nicht nur eine Geldgeschichte, also ein Vergangenheitsteil, wie in jedem Geldmuseum, sondern es hat auch einen Gegenwartsbezug und einen Zukunftsbezug, also das Emotionale und das Geistige, das Magische. Und ich stelle mir vor, dass das Money-Museum ein Ort wird von der Begegnung, wo es Vorträge hat, wo es Diskussionen hat, wo es Events hat. Und die ersten Gastdozenten hat man ja bereits mit dem Film. Es soll also ein Museum sein, das sich dauernd ändert, eben aus dem Beobachten heraus. So wie wir hier auf dem Lindenhof auf Zürich schauen. Und da unten ist der Fluss, wo Wasser in den Rhein treibt. Und so stellen wir vor, dass wir das Miss Money Museum ist ein Ort, wo man den Überblick hat über die Entwicklung des Geldes, was auch immer die Entwicklung sein wird, so wie der Fluss da durchfließt.